Raum und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Informationsvideo. Mehrere Dinge gleichzeitig, und zwar einerseits der Spielesauer von Mage of Kings, mit dem ich gespielt hatte, wurde geschlossen, weil Update und Update ist kaputt gemacht, neu, bla bla. Wir hatten jetzt schon 14 Folgen gemacht in Mage of Kings und ich dachte mir erst so, yay, okay, dann lassen wir es bleiben. Weil jetzt alles nochmal neu machen, und ich habe sowieso für Rage of Kings ungefähr 30 Tage erstmal geplant gehabt, aber jetzt nochmal alles neu machen und bla bla bla, ist doch ein bisschen doof. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, es gucken aber wirklich viele Rage of Kings. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden, ab Folge 15, wo dann das Let's Play weiterzuführen, bloß halt zu sagen, okay, wir spielen das Spiel nochmal weiter. Aber ich werde privat an den Server auch noch weiterbauen, das werde ich auch erklären. Also wer zu Range of Kings Informationen da möchte, dann einfach in Folge 15 gucken, da wird das alles nochmal komplett erklärt. Da möchte ich jetzt gar nicht so lange auf in dem Video drauf eingehen, weil das sonst mega lang wird, das Video hier. Und Range of Kings geht auf jeden Fall weiter, obwohl ich eigentlich geplant hatte, ach, ihr merkt davon eh nichts. Also alle Range of Kings Zuschauer, es geht weiter und freut euch. Zudem... Da ich ja nun dachte, das ist der eigentliche Fakt, Range of Kings höre ich auf, habe ich schon 3 Stunden lang das nächste Let's Play aufgenommen, was ich danach gemacht habe, und das war Cities Skylines. Die Frage ist jetzt natürlich, wollt ihr Cities Skylines sehen? Ich weiß nicht, ob ich sie in den nächsten Tagen schaffe hochzuladen, weil das ist eine ganze Menge, das sind 10 Folgen oder so. Wollt ihr Cities Skylines sehen, als 5. Let's Play sehen, dann würde ich es hochladen. Wollt ihr es nicht sehen, dann tue ich es einfach löschen. Das ist jetzt auch keine Sache, es hat einfach Zeit gebraucht, aber egal. Das müsst ihr entscheiden, dann lasst mich ganz von euch überraschen, ob ihr das wollt oder nicht. Und das dritte wäre, heute kommt, gerade weil ich diese Trouble jetzt hatte mit, ich habe 2 Tage lang den Typen von Range of Kings nicht erreicht, das heißt, ich musste heute Range of Kings aufnehmen, dann habe ich es dadurch nicht geschafft, rechtzeitig meine Forest-Video hochzuladen, was ich jetzt gerade gemacht habe, deswegen habe ich momentan keine Zeit für Binding of Isaac. Das heißt, leider fällt heute Binding of Isaac aus, das tut mir wirklich sehr leid, das hat sich jetzt alles so ein bisschen ergeben, weil ich halt wirklich 2 Tage lang niemanden von diesem Server erreicht habe. Und dann habe ich jetzt jemanden erreicht gestern, und dann wollte ich heute spielen, und dann war das Passwort wieder anders und ungeändert, und manchmal ist es einfach zu schön. Deswegen sind auf dem zweiten Kanal die letzten 2 Tage auch keine Videos hochgeladen worden, weil ich einfach keine Zeit hatte. Es ist eine Katastrophe. Und heute war dann auch wieder Sonntag, und Sonntag habe ich auch ein bisschen weniger Zeit, weil da geht die Arbeit ein bisschen länger. Und ich nehme das gerade 5 Minuten, bevor ich auf Arbeit muss, auf dieses Video, und lade es auch gleich schnell noch hoch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es kommt einige Kommentare unter dem Video, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios, adios.